Während sich die Gesellschaft auf Leben, Arbeit und Kunst konzentriert, wird eine Trauerfeier zu einem wichtigen Anlass, zurückzublicken und sich an ein vergangenes Leben zu erinnern. Heute sprechen wir über Hannelore Kramm, die Frau von Heino, einem berühmten deutschen Musiker. Hannelore Kramm verstarb im Alter von 81 Jahren und hinterließ einen leeren Moment in den Herzen ihrer Fans und ihrer Familie. Hannelore, eine starke und mutige Frau, lebte viele Jahre mit Heino zusammen und begleitete ihn durch die Höhen und Tiefen und das Glück seiner Karriere und seines Privatlebens. Heinos Lebenspartnerin war nicht nur die Frau eines berühmten Künstlers, sondern auch eine vertrauenswürdige Begleiterin, die sein Leben reich und unvergesslich machte. Die Entscheidung, Hannelore Kramm feierlich zu beerdigen, war Ausdruck von Heinos tiefer Zuneigung und Dankbarkeit für seine Frau, die ihm sein ganzes Leben lang zur Seite gestanden hatte. Der Verlust von Hannelore ist nicht nur ein persönlicher Verlust, sondern auch der Verlust einer ganzen Fangemeinde, die dieses Künstlerpaar seit Jahrzehnten liebt und respektiert. Der Tag der Beerdigung wird nicht nur eine Gelegenheit sein, Abschied zu nehmen und sich an Hannelore zu erinnern, sondern auch eine Gelegenheit für die Gemeinschaft, in dieser schwierigen Zeit präsent zu sein, Erinnerungen auszutauschen und mit Heino zu sympathisieren. Die Unterstützung und das Mitgefühl der Fans können eine wichtige Rolle dabei spielen, Heino und seiner Familie durch diese traurige Zeit zu helfen. Als beste Ehrung und Erinnerung an Hannelore Kramm kann eine große Trauerfeier angesehen werden. Dies ist nicht nur eine Möglichkeit, dieser wichtigen Frau unsere letzte Ehre und Zuneigung zu erweisen, sondern auch eine Gelegenheit, ihren Beitrag zur Musikindustrie und Gemeinschaft zu würdigen. Die Beerdigung kann in einer Kirche stattfinden, wo diejenigen, die Hannelore liebten, kommen können, um zu beten und ihrer zu gedenken. Lieder und Musik, die Hannelore liebt, können ausgewählt werden, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen und diesen angesehenen Gast zu ehren. Auch Angehörige und Freunde der Familie haben die Möglichkeit, schöne Erinnerungen an Hannelore auszutauschen. Darüber hinaus ist die Einladung von Künstlerkollegen und Menschen mit engen Beziehungen zur Familie zur Teilnahme an der Zeremonie eine Möglichkeit, Respekt und Mitgefühl zu zeigen. Die Anwesenheit dieser Menschen kann die Beerdigung eindrucksvoller und berührender machen. Im Rahmen einer Beerdigung möchte Heino vielleicht seine letzten Worte, Erinnerungen und Gedanken über seine geliebte Frau mitteilen. Dies ist für ihn eine Gelegenheit, Hannelore seine tiefe Dankbarkeit und Zuneigung auszudrücken. Diese Worte stammen nicht nur von einem berühmten Künstler, sondern auch von einem Mann, der einen wichtigen Teil seines Lebens verloren hat. Neben der offiziellen Trauerfeier ist die Organisation einer Trauerfeier für die Teilnehmer eine Möglichkeit, Erinnerungen auszutauschen und sich auf sanfte und gemütliche Weise an Hannelore zu erinnern. Es können Gemälde, Videos und Bilder ihres Lebens und ihrer Karriere gezeigt werden, die den Menschen helfen, Hannelore als Person und ihren Beitrag zur Musikindustrie besser zu verstehen. Schließlich ist auch die Beerdigung von Hannelore Kramm ein wichtiger Vorgang. Heino möchte vielleicht einen ruhigen Friedhof oder einen Ort wählen, den Hannelore oft besucht, oder einen besonderen Bereich, der für beide von Bedeutung ist. Dies trägt dazu bei, einen Raum der Ruhe und des Respekts zu schaffen, in dem Hannelore friedlich und für immer ruhen kann. Von Fans bis zu Freunden, von Kollegen bis zur Familie. Jeder wird sich an Heinos Schmerz in dieser schwierigen Zeit erinnern und ihn teilen. Wenn Sie besondere Gedanken und Erinnerungen haben, können Sie der Familie Briefe oder Gedenkstücke schicken, um ihr Beileid und Mitgefühl auszudrücken. Am Tag nach der Beerdigung wird die emotionale und psychologische Unterstützung durch Freunde und Familie wichtig sein. Die Familie Kramm kann einen Raum schaffen,
um Geschichten über Hannelore auszutauschen und zu erzählen und so Menschen dabei zu helfen, in dieser schwierigen Zeit aufeinander aufzupassen. Der Verlust eines Ehepartners ist nicht nur eine psychologische, sondern auch eine spirituelle Herausforderung. Heino spürt möglicherweise Emotionen aufgrund des Verlusts, und der Genesungsprozess kann Zeit in Anspruch nehmen und die Unterstützung seiner Mitmenschen erfordern. In dieser Zeit ist es für Heino wichtig, sich umsorgt und geliebt zu fühlen. Fans können Liebes- und Ermutigungsbotschaften senden, Erinnerungen an Hannelore teilen und auf jede erdenkliche Weise emotionale Unterstützung leisten. Das Leben wird weitergehen, aber die Erinnerungen und Gefühle für Hannelore Kramm werden immer ein wichtiger Teil von Heinos Leben sein. Wenn Heino dieser wichtigen Frau weiterhin durch Taten und Unterstützung Respekt und Erinnerung entgegenbringt, wird er diese schwierige Zeit überstehen und auch in Zukunft stark bleiben. Hannelore Kramm ist nicht nur ein unverzichtbarer Teil von Heinos Privatleben, sondern auch eine Begleiterin seiner künstlerischen Laufbahn. Dieses Paar teilte nicht nur glückliche Erinnerungen, sondern auch Herausforderungen und Schwierigkeiten im Leben. Der Verlust von Hannelore hinterlässt eine große Lücke, die nur diejenigen verstehen können, die den Verlust eines geliebten Menschen erlebt haben. In naher Zukunft muss sich Heino möglicherweise mit neuen Dingen auseinandersetzen, von der Organisation der Beerdigung seiner Frau bis hin zur Anpassung an das tägliche Leben, das er mit Hannelore. Ma chère frère et sœur, bienvenue chez Subone. Ils sont de retour pour de nouveaux témoignages. Ce que l'on entend ici risque vraiment beaucoup vous étonner. Une femme va nous raconter des choses qui se passent dans sa vie. En fait, elle va nous parler des démons qui sont dans sa vie et ce qu'ils lui font. Waouh! Ce sont des trucs d'un mauvais esprit. Écoutons ça. Bien. Tout commence lorsque je suis né. Vous savez, lorsque vous êtes dans une famille où il y a eu à avoir des mauvaises choses, lorsque vous vous mettez au monde un enfant, coup sûr, si la famille était dans les trucs louches, si la famille était dans les trucs louches, avait signé en fait en quelque sorte des pactes avec des esprits, soit ça influence le nouveau-né et la génération à venir. En fait, ça va de génération en génération. Moi, de base, lorsque je suis né, je n'étais pas destiné à rester longtemps, à vivre longtemps. Je n'étais pas destiné à vivre longtemps parce que les esprits qui sont dans ma famille sont extrêmement, extrêmement puissants. Donc, je n'étais pas destiné à vivre longtemps, vu aussi la destinée que Dieu m'a donnée. La destinée que Dieu m'a donnée est vraiment grande. Du coup, je n'étais pas destiné à vivre lorsque je suis né. Et à ma naissance, lorsque je prends un mois, 2 mois, 3 mois, ainsi de suite, jusqu'à 1 an, tout allait bien. Tout allait vraiment bien, DMG. Tout allait vraiment bien. Mais lorsque je vais entrer totalement dans la période de mes 2 ans, c'est là où tout va commencer, c'est là où tout va changer vraiment dans ma vie, tout va vraiment changer. C'est comme ça que je suis totalement frappé par l'anémie. Je suis frappé par l'anémie. Or, je ne suis pas né avec l'anémie. Je suis frappé d'anémie à mes 2 ans. Mes parents ont cherché comment me faire soigner, comment guérir l'anémie, mais ils ne trouvaient pas de solution. On partait de centre hospitalier à centre hospitalier, en fait, d'hôpital à hôpital. Tous les jours, c'était comme ça. Chaque mois, on devait me transfuser. Chaque mois, on devait me transfuser. Chaque mois, on devait me transfuser.